Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Lyrik-Poetik-Vorlesung von Monika Rink. Diese Poetik-Vorlesung findet statt im Vorfeld der Lyrik-Tage des Lyrik-Festivals Neonfische und das findet statt vom 11. bis zum 13. März. Monika Rink wird an diesem Festival teilnehmen, wie auch die Lyriker Steffen Popp und Ben Lerner, und sie werden über ihre Gedichte sprechen, über ihre poetischen Arbeiten, poetologischen Arbeiten, über das Übersetzen von Lyrik und vor allem auch über die Gedichte von Ben Lerner. Der Titel von Monika Rinks heutiger Lyrik-Poetik-Vorlesung lautet in einer ersten Fassung noch »Das Gespenst der Maschine, die mich schreibt«. Und hat aber inzwischen einen anderen Titel noch bekommen, Gegenwart Gartenweg. Dazu wird die Autorin natürlich noch mehr erzählen. Sie spricht über die Begegnung mit Gedichten, die auf der Grundlage ihres Gesamtwerkes von einer künstlichen Intelligenz, dem künstlichen neuronalen Netz GPT-2, generiert worden sind. Unter der Leitung von Oxoa, einem Textkollektiv für konzeptuelle digitale Literatur, bestehend aus Gregor Weichbrot und Hannes Bajor. Die entstandenen Texte erscheinen vollkommen unverständlich und dennoch eigenartig vertraut. Hiermit gebe ich das Wort und begrüße ganz herzlich Monika Rink. Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Moment noch, Ihr Handy. So, guten Abend. Ich muss vorausschicken, ich habe diese Poetikvorlesung am Sonntag, den 20. Februar, fertig geschrieben in einer ganz anderen Gegenwart. In einer Gegenwart, in der mir ein russischer Angriffskrieg kaum vorstellbar war. Das Gespenst der Maschine, die mich schreibt, Gegenwart, Gartenweg. Die Gegenwart ist die offene Zeit, in der ich mich nicht auskenne, aber gleichzeitig einer der wenigen Orte, an dem ich Entscheidungen treffen kann. Gleich, übermorgen, sofort, nächste Woche, am besten nie. Aber ist die Gegenwart überhaupt ein Ort? Wenn sie kein Ort wäre, wo würde ich mich dann befinden? Gleich viel. Dringender ist eine andere Frage. Was ist jetzt zu schreiben, in dieser Gegenwart? Was ist jetzt zu tun? Und wie und auf welche Weise wäre jetzt zu schreiben? Was muss jetzt übersetzt werden? Was möchte ich lesen können in dieser Gegenwart? Es ist ja so viel Zeit gar nicht mehr vorhanden. Das zeigt sich paradoxerweise gerade dann, wenn zwischenzeitlich einmal etwas mehr von ihr dagewesen war, Zeit für Langeweile gar, als gewohnte Hilfestellung wie Abgabefristen, Festivals, Lesungen, die begrenzte Zeit zum Nachdenken insgesamt ausgedünnt waren, der Zwang lockerer saß und als Entscheidungsbeschleuniger nicht mehr richtig taugte. Andere Pflichten und Sorgen fluteten diese Stelle, die für das Schreiben, da wo es immerzu wieder aufs Neue anfangen soll, so intrikate Mischung aus Freiwilligkeit und ihrem Gegenteil und den Momenten, in denen die beiden ineinander diffundieren, sie hatte sich etwas verdünnt. Da kamen die Enten. Oft habe ich mantraartig vor mich hingesagt, was mein Übersetzer Niklas Quindell manchmal antwortete, wenn ich ihn mit der Frage anschrieb, ob er Zeit habe, diesen oder jenen Text ins Englische zu übersetzen. It needs to be done, it will be done. Es muss getan werden, es wird getan. Als sei die Versicherung, dass es im Futur getan werde, it will be done, eine direkte und vergleichsweise einfache Konsequenz aus der Notwendigkeit, it needs to be done. Beruhigung durch Unausweichlichkeit und die Versicherung, dass das, was getan werden muss, auch getan werden wird. Ja, ja, ja. Dann aber die Verzögerung, die nervtötende, kraftraubende, die unnötige, entmutigende oder gar kapriziöse Verzögerung. An ihrer Seite taucht jedoch genauso auf, in einer komischen, nahezu bezaubernden und dabei irre zeitaufwendigen Verkleidung,
die gute Verzögerung, die sehr gute Verzögerung, kostümiert, eingeölt und angemalt, die Eröffnung, hast du ihre Haare gesehen? Lass uns nochmal darüber nachdenken, ja nachdenken überhaupt. Komm, wir bleiben in der Gegenwart des hellen Wintertags, fahren in den Park und laufen im Zickzack die Gloriole hinauf, sprechen indes darüber. Was machen wir denn jetzt am besten? Das Licht ist fantastisch. Die Enten betrippeln die Eisschicht, Hunde heulen und graben das Habsburger Reich, ruft auf zwei gigantischen Schildkröten auf. It's turtles all the way down. Wusstest du, dass Gegenwart ein Anagramm von Gartenweg ist? Achtung, hier ist es glatt. Fall nicht hin, halt dich fest, be careful. Wie will ich es angehen in diesem stotternden Lauf? Ich folge einstweilen dem Weg. Nur an den Knospen der Form ihrer Äste lassen sich Bäume erkennen im Winter. Mit der Fußspitze erfolgt Eispfützenforschung. Seit Oktober 2020 unterrichte ich am Institut für Sprachkunst der Universität für angewandte Kunst in Wien. Ich habe eine große Bewunderung für die Studierenden, die ich dort getroffen habe, für ihre Konsequenz und zuweilen leicht verunsicherte, aber dann wieder neu aufgebrachte Unbeirrtheit. Eine Unbeirrtheit zweiter Ordnung sozusagen, mit der sie sich entscheiden, weiterzumachen. Genauso wie ihre Bereitschaft, sich etwas auszudenken und es zu verfolgen. Gartenweg, Gegenwart und ein ganz neuer Trampelpfad. Was würde ich an ihrer Stelle schreiben, wenn ich es schreiben müsste, frage ich mich oft. Selten habe ich es weniger gewusst. Als nun, da ich es unterrichte und die Veränderungen nicht nur des Literaturbetriebs sich schneller vollziehen, als ich mir über deren Bedeutung und Folgen klar werden kann. Aber das ist vielleicht ganz normal. Ich habe leider keine Vergleichsgröße zu meiner Gegenwart. Hierzu taugt die Vergangenheit nur bedingt bis gar nicht. Was gehört denn jetzt gemacht? Ich wiederhole mich. Diese Vorlesung möchte ich nutzen, darüber nachzudenken, eher nach dem Wie als nach dem Was fragend. Ich gebe den Gedanken Auslauf, dazu wurde die poetologische Arena schließlich errichtet. Viele Leute, insbesondere an Kunsthochschulen, sagen jetzt, man müsse sich mit den Vorteilen und Nachteilen künstlicher Intelligenz und mit maschinellem Lernen auseinandersetzen, mit Fragen der ästhetischen und gesellschaftlichen Anwendung dieser Techniken, weil sie neu sind. Oder, wie Katrin Passig jüngst in ihrem Vortrag »Heute ist das gestern von morgen« im Rahmen der Dresdner Ringvorlesung »Uncreative Digital Writing« gezeigt hat, so neu gar nicht sind. Und damit der Neuheit vielmehr eine Distinktions- oder Marketingfunktion zukommt, wobei sie, die Neuheit, ihrerseits gar nicht unbedingt die interessanteste Eigenschaft der aufkommenden Technologie darstellt. Eine Sache, die ich mir, seit ich veröffentliche, immer gesagt habe, war nicht more of the same, kein Selbstimitat produzieren, auch nicht unter Druck, nicht in Serie gehen. War das die Suche nach dem Neuen? Eigentlich eher die Suche nach dem, was anders ist als das, was ich schon gemacht habe. Neu war es dann zumindest für mich. Nun ist aber vor kurzer Zeit ein Buch erschienen, das mir gutes Anschauungs- und Untersuchungsmaterial an die Hand geben könnte. Denn das umfangreiche Selbstimitat, was darin zu lesen ist, ist gar nicht von mir, sondern von einer künstlichen Intelligenz anhand meines poetischen Werks, wie soll ich sagen, rekombiniert, kompiliert, verfasst, neu erfunden, nachgeahmt, entworfen, entwickelt. Das Ergebnis hat fraglos genuine Züge, die mich erstaunen. Dabei muss ich darauf hinweisen, dass ich sie in erster Linie inhaltlich betrachte. Ich schaue, was gesagt wird. Von den technischen Voraussetzungen habe ich nur eine gewisse, etwas nebulöse Vorstellung, die sicherlich bald schon an Klarheit gewinnt. Es sind Texte, die eine interessante Zwischenstellung einnehmen, die von mir und gleichzeitig nicht von mir sind. Sie sind mir nah und fremd. Menschen, die mich kennen und lesen, finden sie eigenartigerweise viel fremder und unzugänglicher als ich, die sich an vielen Stellen darin erkennt oder zumindest annimmt, es zu tun. Doch Moment, gerade gestern Abend im Wintergarten las mir ein alter Freund daraus vor und in der Verkörperung seiner vertrauten Stimme, da verstand ich sie auch nicht mehr. Da war es ein Getöse, als würde unter hohem Druck ein Gerüst abgebaut. Nein, ich übertreibe.
Es war anders. Zu den Texten, über die ich sprechen will. Hier sind sie. In einem Buch, das meinen Namen als Titel trägt, Monika Rink, Untertitel ist Poetisch Denken 1. Es handelt sich um neue Gedichte auf der Basis meines poetischen Gesamtwerks bis 2018, wie es in der Bibliografie des Bandes Poetisch Denken von Christian Metz, der 2018 im Fischer Verlag erschienen ist, aufgeführt ist. Es gibt übrigens analoge Publikationen für Ann Cotton, Steffen Popp und Jan Wagner. Das sind die drei anderen AutorInnen, denen sich Christian Metz in seiner Monographie über die Gegenwartslyrik widmet. Eine vergleichende Lektüre dieser vier Bände wäre sicherlich ziemlich interessant. Für mich bedeutet der Zeitpunkt dieser Auswahl, der Band Alle Türen, Cookbooks 2019, kommt das Material darin noch nicht vor, genauso wenig wie die etwa 30 Entengedichte, die während des ersten Lockdowns wie aus dem Nichts an mich heranspaziert gekommen sind. Alles, was an lyrischem Text davor erschienen ist, wurde ausgelesen und verwendet. Obwohl also der Textkorpus, anhand dessen diese Gedichte gemacht sind, auf mich zurückgeht und damit natürlich auch auf alles, was in mir nicht ich ist, also all die fremden Lektüren und Einflüsse, ohne die man gar nicht leben kann, habe ich doch eigentlich gar nichts damit zu tun. Weil das Ergebnis von einer künstlichen neuronalen Netz, GPT-2, generiert worden ist unter Leitung, Sie haben es schon gehört, von 0x0a, Befehl für Zeilenumbruch, einem Textkollektiv für konzeptuelle digitale Literatur, bestehend aus Gregor Weichbrot und Hannes Bajor. Das Buch erschien im Jahr 2020 im Frohmann Verlag. Hier ein erstes, eher kurzes Beispiel, das auch auf das Rückcover des puristisch aufgemachten Bandes gedruckt ist. Des Bodenuhren herausentbands, hört ihr das? So höhnen Honig, Protokolle, Semanticize, schwere Primat over. Es ist sicher bald ein krampsfürbter Praxt tun. So keine großem Einy Sisters, es ist die Verkraft, ein Maschine. Kaum als Einists ein Kommando, es ist Verkraft. Nur ich schnell oder ein Schlimmer, nichts mehr übrig. Haben Sie das verstanden? Akustisch, semantisch. Grammatisch, mehrsprachig. In dem unverständlichen Titel des Bodenuhren ohne H, Herausendbands, ist ein gewisses Brausen zu hören. Herausendbands, der Band ist am Ende, er ist herausen. Die Bodenuhren haben 12 geschlagen. Warum eigentlich Bodenuhren? Weil es keine Wanduhren sind? Unklar. Die Eröffnung ist natürlich bekannt. Mit dieser Formel hört ihr das, so höhnen Honigprotokolle, beginnt die Mehrzahl der Gedichte in meinem im Jahr 2012 erschienenen Band Honigprotokolle. Dann folgt die Aufforderung Semanticize, übersetzt also versehe dies mit Bedeutung. Allerdings nicht in korrekter Schreibweise mit einem S, wo ein C hingehört. Schwere Primat over könnte, wenn ich es auseinanderschreibe, eine Aufforderung zur Leichtigkeit sein. Es möge doch bald das Primat, also der Vorrang oder die Vormacht der Schwere, zu Ende sein. Aber was bitte ist ein krampsfürbter Praktiz? Vielleicht die rare Abkürzung für kramzerfürchbitter Praktika in Teilzeit? Und die Einy Sisters, ist das eine Schweizer Jazz-Kombo? Wobei, klingt das nicht ein bisschen mittelhochdeutsch? Nein, tut es nicht. Ich kann Ihnen da leider auch nicht weiterhelfen. Es ist die Verkraft, eine Maschine. Kann ich semantisch verkraften, was die Maschine vorgibt? Und ist es überhaupt meine Aufgabe? Könnte ich nicht auf andere Weise ein Vergnügen an diesen Texten finden, das vielleicht gar nicht auf das Verstehen setzt? Und meint sie sich mit der Maschine vielleicht sogar selbst, also die oder der GPT-2, der Generative Pre-Trained Transformer? Es ist die Verkraft, eine Maschine. Nein, ich erkenne die Provenienz dieser Maschine. Sie kommt gewiss aus dem Gedicht Hossa, du sollst an der Verkraftung stehen, das in dem 2009 bei Cookbooks erschienenen Doppelalbum Helle Verwirrung, Rings Ding und Tierleben abgedruckt ist. Es geht
grob gesagt um die Verkraftung von Affekten, die hier sehr instrumentell, quasi landwirtschaftlich gedacht ist. Locus Amoenus ist ein Weingut in der Vorderpfalz. Hossa, du sollst an der Verkraftung stehen. Mexikanische Gitarrenslecker toben sich mit ihren Rasseln aus. Wer soll das denn verkraften? Bestickte Westen vom See her, die Insektenpest. Sie sind überall. Sie beißen zu. Ich sticke einen heimatgroßen Karawan. Ich webe die Abwehr. Ich sticke Perlen auf die Säue, auf die Seelen. Ich liebe. Die Verkraftung ist mit anderen Sachen verklammert. Darin fusioniert handwarme Müdigkeit mit Betrügerei. Die Verkraftung ist also halb Pumpe, halb Presse, sodass man Hochgepumptes sofort pressen kann. Presssaft der Quitte. Wer den trinkt, muss weiterleben. Hörst du die Melodie? Sie kriecht über die Hänge ins Loch. Es gibt Camper in der Kuhle am tiefsten Punkt des Wingerts, wohin zwei steile Wege führen und ein Verschnaufen, wie im Schlaf, nur so viel schwerer ist's, weil man wach ist währenddessen. Lustigerweise stelle ich gerade fest, dass ich die Verkraftung in diesem Gedicht zwar als Maschine gedacht habe, halb Pumpe, halb Presse, so eingesetzt in der Lohnbrennerei der Affekte, hingegen das Wort Maschine in dem ganzen Band helle Verwirrung kein einziges Mal vorkommt. Interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Kommen wir nun zu der anderen Maschine zurück, wenn es denn eine ist. GPT-2, ein generativer, vortrainierter Transformer, lese ich, basiere auf einem künstlichen neuronalen Netzwerk, das grob gesagt der Logik des Gehirns mit seinen Neuronen und Synapsen entspreche. Man weiß nicht genau, was zwischen Input und Output passiert. Das kennt man ja von sich selbst. Neuronale Netzwerke funktionieren stochastisch, sie basieren auf wahrscheinlichen Zuständen. Diesen Vorgang möchte ich mit einem Zitat aus dem Buch Schreiben lassen von Hannes Bajor, das in diesem Jahr bei Matthes und Seitz erscheint, verdeutlichen. Zitat. Der zentrale Punkt ist jedoch, dass ein neuronales Netz nicht explizit programmiert werden kann. Neuronale Netze lernen implizit durch einen wiederholten Prozess des Vergleichs von Eingabe und Ausgabe und der Anpassung der Funktion anhand der in jeder Iteration, also Wiederholung, auftretenden Fehler. Es gibt dabei keinen Code, der zu inspizieren wäre, sondern nur eine Liste von Zahlen, die die Struktur des Netzes und ihre gewichteten Verbindungen darstellen. Eine solche Liste ist jedoch ausgesprochen schwer zu interpretieren. Dies ist das berühmte Blackbox-Problem neuronaler Netze. Zitat Ende. Die Maschine versucht sozusagen ihren Input nachzuahmen. Sie lernt durch Beispiele. Ich stelle mir vor, sie vergleicht und wird darin immer wieder besser. Wobei einer der Herausgeber, wie der Hannes Bajor, in einem Radiointerview anmerkte, sie hätten im Fall von Poetisch Denken 1 bis 4 das Training der GPT-2 abgebrochen, bevor die Ergebnisse zu perfekt geworden seien, um die Mechanismen des Vorgangs offenzulegen. Ja, das leuchtet ein. Wie etwas funktioniert, zeigt sich immer sehr gut dort, wo es eben nicht funktioniert. Das gilt auch für das Gedicht. Das Gedicht als prototypisches Modell für eine verwickelte, voraussetzungsvolle Lage, in der nicht alle Informationen gegeben sind und das dennoch sogleich mit Hilfe meines Kopfes zu rechnen beginnt. Das kann ich deuten wie Daten. Das Gedicht deutet mich, es fragt mich, was ich weiß. Semanticize, schwere Primat over. Und ich wäre dann in gewisser Weise der ausgesourcete Ort, an dem dieser Vergleich sich fortsetzt, worin ich Sie alle gerne teilhaben lassen möchte. Das Buch Monika Ring, Poetisch Denken 1, war nicht meine erste Begegnung mit den Fertigkeiten jener generativen, vortrainierten Transformatoren. Zuvor hatte ich mit Hilfe eines Wiener Sprachkunststudierenden, Muhammad Ali Bas, der damals versuchte, GPT-3 als Co-Autorin für ein Theaterprojekt einzubinden, beeindruckende Erfahrungen mit dem Programm machen können. GPT-3 ist, wie unschwer zu erkennen, die Weiterentwicklung von GPT-2. Die Hersteller von GPT-3, OpenAI, legt übrigens nicht offen,
auf welchen Trainingsdaten das Sprachmodell beruht, was neue Fragen nach der Verwendbarkeit und auch Verwertbarkeit des allgemeinen kollektiven Sprachganzen aufwirft. Wir nutzen als Eingabe einige Einträge, genau genommen 29 Stück, aus dem Begriffsstudio, das ich seit dem Jahr 1996 pflege und das im letzten Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feierte. Damit ist das Begriffsstudio das poetisch-literarisch-archivarische Projekt, das ich bislang am längsten betreibe. Und ich freue mich, dass es irgendwann in diesem Jahr auch wieder in Buchform erscheinen soll, bei Spectre Books, nämlich Super Soft Cover. Worum handelt es sich? Ich sammle darin seit 25 Jahren Begriffe, die häufig von einer ungewöhnlichen Sprachbildlichkeit sind. Begriffe, die mir markant erscheinen, die teils überdreht, teils albern, teils etwas umfangreicher, also fast schon Relativsätze sind, teils ganz knappe Sprachmodule, einzelne Worte, halsbrecherische Komposita, verdrehte Verben. Manche sind prägnant, andere lapidar, manche flapsig, andere wieder voller Pathos, auf der Kippe ins Bathos, altsprachlich, mehrsprachig, oft gemischt und transkategoriell wie Schnabeltiere, ungewöhnliche Verklammerungen, hinkende Vergleiche, erhellende Fehlleistungen aus dem Zwischenreich der Übersetzung. Wie soll ich das zusammenfassen? Ja, Begriffe, die mir markant erscheinen, in denen kontrastierende Formen des Duktus aufeinandertreffen und sich in der Kollision verschiedener Sprechweisen die ganze Vielfalt der sprachlichen Möglichkeiten auftut. Manche dieser Einträge kommentiere ich, viele stehen alleine. Inzwischen bin ich bei Nummer 5077 angekommen. Anfangs habe ich das alles monatlich per Post an meine AbonnentInnen verschickt, später per E-Mail. Seit 2001 gibt es eine Internetpräsenz, nämlich das Begriffsstudio.de, wo Interessierte es weiterhin ab der laufenden Nummer abonnieren können. Diejenigen VerwenderInnen des Begriffsstudios, die in den Kommentaren stöbern, finden dort bei Begriff 4846 folgende Erläuterung. 4825 bis 4836 sowie 4839 bis 4844 und 4846 wurden von GPT-3 generiert, nachdem wir der KI nicht mehr als 29 Begriffe vorgegeben hatten. Das Ergebnis hat mich erstaunt und auch etwas beunruhigt. Nun kennen Sie womöglich die Sprachatmosphäre des Begriffsstudios nicht. Ich will Ihnen daher einen kleinen Einblick geben und steige ein wenig früher ein, nämlich bei Nummer 4817. 4817, die komplexeste Klebefrisur der Literaturgeschichte. 4818, zu Besuch in der Wespenrestnegation. 4820, mit seiner privaten Wesensgleichheit im Wasser liegen. 4821, ein Fall von zukunftsgewisser Vorausdeutung. 4822, in der Kapsel der eigenen Gesundheit. 4823, mit dem Vorschlag, Nervenzellen zu löffeln. 4824, total verharschter Vergleich. 4825, die matte Kälte eines Kneipendachs. 4826, angespritzte Rückstände eines Advokaten, die Dichtung wässernd. 4829, von der unanstößigen Welt sehnsüchtig und eifrig. 4830, japoniergleichherziger Oulage-Prozess. 4831, das lebende Exemplar der Mauerblume. 4832, als man noch im Zettelstempel stammt. 4833, das Freiluftgebilde des Gebens. 4834, die Trotzigkeit, die sich in die kleinen Löcher legt. 4835, der Erwartete erscheint und beschließt. 4836, Ersatzkonzenter mit siebener Stichwunde. 4837, Phone Numbers Give Out Candy. 4838, The Sound, The Anyhow of Finitude. 4839, lauter Leute mit hartem Anschlag. 4840, Das Heurätli.
4841, der stylische Strandläufer, 4842, die eheliche Titellosigkeitsehe, 4843, Gänse nach oben, 4844, im coiffeurförmigen Kessel, 4845, Einfallen auf teilnahmslosen Teich, 4846, der Weg zum Widerstand vom Hörensagen, 4847, die lektorierte Erde, Mont Jesse, 4848, Eis, Pfützen, Forschung. Nun zu den maschinellen Begriffen. Die matte Kälte eines Kneipendachs oder Kneipendachs. Es könnte das Dach sein oder der Dachs. Die matte Kälte spricht vielleicht für ein glanzloses Wellblech, womöglich rappelt und grollt es, falls es stürmt. Oder aber es ist doch eine Person. Der erfahrene Kneipendachs. Seine Erschöpfung und Abkühlung, Coolness. Seine matte Kälte, die den schlanken, einst so zugewandten Dresensteher seit neuestem bestimmt, ich sehe ihn schon, den ermüdeten Trinker, der sich nicht mehr für die anderen interessiert. Auch das wäre eine Möglichkeit der Deutung. Dass die KI gleich mit einer solchen Doppeldeutigkeit eröffnet, hat mich schon sehr beeindruckt. Kommen wir zu angespritzten Rückständen eines Advokaten, die Dichtung wässernd. Wie kommen Dichtung und Jura hier zusammen? Sehr interessant, aber vielleicht etwas zu umständlich für meinen derzeitigen Geschmack. Aber es gab früher schon manchmal syntaktisch mehrgliedrige Begriffe, vom Komma getrennt. Und dass es ausgerechnet die Dichtung ist, die gewässert wird, das betrifft mich natürlich. Warum will man die Dichtung wässern? Und dann ausgerechnet mit den angespritzten Rückständen eines Advokaten? Weil sie zu salzig, zu trocken oder zu verdichtet ist? Doch von der Verdichtung kommt sie nicht. Sie kommt ja vom Diktat. Der nächste Begriff. Von der unanstößigen Welt sehnsüchtig und eifrig. Von der unanstößigen Welt sehnsüchtig und eifrig. Es gefällt mir, dass man die Welt offenbar in eine anstößige und in eine unanstößige Welt unterteilen kann. Aber wie kommt die KI dazu? Funktioniert das vielleicht über den Wechsel von Mehrsilbigkeit und Einsilbigkeit? Geht es um das Metrum? Es gibt zwar eine Zäsur in der Mitte des Verses, aber Alexandrina sind das nicht. Gibt es so etwas vielleicht wie Quasi-Alexandrina? Sicherlich. Woher hat es das? Wenn ich es google, wo komme ich hin? Nur zu mir auf begriffsstudio.de. 4830, Japonie, gleichherziger Oulage-Prozess, vollkommen rätselhaft. Was bitte ist ein Oulage-Prozess? Oulage ist offenbar Englisch für Füllstand, doch in Verbindung mit dem Prozess treten keine Übereinstimmungen mehr auf. Und der Japonier, ob gleichherzig oder nicht, den ich anfangs für einen Halbedelstein hielt, wahrscheinlich eine Verwechslung mit Jaspis, führt mich in eher dunkle Ecken des Internets. Als man noch im Zettelstempel stand, im Zettelstempel bitte, was ist ein Zettelstempel? Der etwas, womit man Zettel stempelt. Aber warum sollte ich darin stehen? Eine Verkürzung für, als man noch unter dem Einfluss des Zettelstempels stand? Oder handelt es sich um den gleichnamigen Teil der Fortpflanzungsorgane der Bedecktsamer? Bei Passionsblumen lese ich, ist der Stempel stark hervorgehoben. Das bringe ich mit dem Zettel nicht zusammen. Das Freiluftgebilde des Gebens, das gefällt mir gut. Es hat etwas vom Stil des 18. Jahrhunderts. Es könnte auch von Jean Paul sein, denke ich, doch das ist es nicht. Es entstehe in der Luft ein gemeinsames Gebilde, worin die Freiwilligkeit des einen auf die Annahmebereitschaft des anderen trifft, in einer unsichtbaren Zweigliedrigkeit des Gebens. Die Trotzigkeit, die sich in die kleinen Löcher legt, das gehört bestimmt zu meinen liebsten Findungen des Transformers. So lieblich ist die Trotzigkeit, die sich in die kleinen Löcher legt. Sicher ganz im Gegensatz zu der Trotzigkeit, die sich in die großen Löcher legt. Der Erwartete erscheint und beschließt. Das kann ich gar nicht anders als messianistisch lesen. Interessant auch, dass offen bleibt, was der Erwartete beschließt. Ist es entweder alles oder etwas Bestimmtes, das aber offen bleibt. So kann auch die Erwartung offen bleiben und das ausgerechnet im Moment der Beschließung. Ich lasse ein paar dieser Begriffe außen, komme auf das Heurätli, auf Schweizerdeutsch, wie das?
Ein interessanter Eintrag, weil damit Verbindungen mit dialektalen Ausdrücken ins Spiel kommen. Das hat das System ganz alleine gemacht. Wobei, es macht nichts alleine. Es bedient sich parasitär an der ihm zur Verfügung stehenden Gesamtheit der Sprache. Aber macht das die Dichterung nicht auch? Wird das von ihr nicht sogar erwartet? Dass sie nämlich mehrsprachige, mehrsprachliche Möglichkeiten in Erwägung zieht, als der Alltag erlaubt. Wem gehört denn die Sprache? Denjenigen, die sie sprechen, denjenigen, die sie lesen, denjenigen, die sie verschweigen. Der stylische Strandläufer, das ist natürlich super. Dazu muss man gar nichts anmerken. 4842, die eheliche Titellosigkeitsehe. Ist das, wenn ich bei der Verheiratung meinen Titel ablege? Wir wissen es nicht. Das Internet ist hier keine Hilfe. Im coiffeurförmigen Kessel. Der coiffeurförmige Kessel. Aus der türkischen Sprache kam mit Zwischenstopp in Frankreich der coiffeur zu uns. Aber wie habe ich mir einen coiffeurförmigen Kessel vorzustellen? Der coiffeur kommt von der Kappe. Aus dem Mittelfranzösischen. Von dem proto-westgermanischen Kupu, rundes Objekt, Schale, Bau, dem Käppchen also. Ein kappenförmiger Kessel ist dann kein Problem mehr, aber er ist auch nicht sehr groß. Wie groß müsste denn so ein rechter Kessel sein? Gleich viel. Es werden ja meistens nur die Linken eingekesselt, sehr selten die Rechten, haben wir in den letzten Jahren gelernt. 4846. Der Weg vom Widerstand zum Hörensagen. Auf dem Weg vom Widerstand zum Hörensagen liegt vielleicht ein ganz interessantes Phänomen von unähnlicher Ähnlichkeit. Vieles, was mir hier begegnet ist, war mir auf vertraute Weise unvertraut. Das ist vielleicht auch ein guter Name für das, was meine Aufmerksamkeit auf bestimmte sprachliche Phänomene lenkt, eine Qualität, die viele der gesammelten Begriffe eint. Sie sind auf vertraute Weise unvertraut. Sie befinden sich auf der Grenze meines Sprachgebrauchs. Und unter anderem deswegen habe ich begonnen, sie zu sammeln. Ich wollte sie festhalten, dem konstanten Rauschen des Diskurses entreißen, auch weil sie schön waren. Ich kann mir nicht erklären, auf welche Weise es funktioniert, wenn diese besondere Schönheit eine Qualität ist, die von einem sprachsatten neuronalen Netzwerk erzeugbar ist, will aber auch nicht verschweigen, dass es in dieser Gruppe von maschinengenerierten Begriffen einige gab, die ich weggelassen habe, weil sie mir nicht gefielen. Dazu gehörten entlastete Lehrerstories. Ich meine, was soll das sein? Entlastete Lehrerstories. Das weckt mein Interesse nicht. Außerdem im Vorbeigehen. Ja gut, aber recht gewöhnlich. Und als letztes Beispiel für eine verschmähte Findung der Maschine, nachdem man sich alle Oberschenkelmuskeln ausgerissen hat. Das war mir A, eine unangenehme Vorstellung, B, zu lang und C, zu narrativ. Und warum man das unpersönliche Mann nutzt, wenn es um etwas geht, das einen so persönlich betrifft, wie das Ausreißen aller Oberschenkelmuskeln, auch das missfiel mir, so weit, so gut. Und da ich dies tippe, erstehen vor meinem inneren Auge Bilder des samstäglichen Karnevals-Sackgassen-Küstenort in der Normandie, seine dysfunktionale Verkehrsführung, das Ende der Welt auf dieser Route minimal in See stechen, nein, wenden, die Stichstraße nehmen. Wo kamen nur diese Bilder her? Auch das weiß ich nicht. Da bin ich ganz neuronal. Der Dichter Ulf Stolterfurt hat übrigens vor einigen Jahren das Ergebnis eines poetologischen Experiments, den fortgesetzten Dialog zwischen der sogenannten Amme und ihm, bei Rough Books veröffentlicht. Er schreibt in seinem Vorwort: Im März 1998 erreichte mich ein eigenartiger Brief. Vom Skandal sprechenden Zeugs war da die Rede, von Ammenlogik und dialogischer Ausschüttung sowie von Text massenhaft, wobei man sich offensichtlich von mir erhoffte, zum weiteren Anwachsen dieser Textmasse beizutragen und dies zu einem in Aussicht gestellten Zeilenhonorar von DM wenig Geld.
Die Amme ist eine Erfindung von Peter Dittmer. Sie ist ein Computerprogramm und in ihrer installativen Variante zudem ein sehr großer milchverschüttender Computer mit einem ganz eigenen Tonfall. Ein Beispiel. Das Publikum fragt, was ist der Sinn des Lebens? Die Amme antwortet, immer schön auf einen Stuhl hocken, bis tot umfällt da. Dittmer kommentiert, der Ansatz war und ist geblieben. Es ist eine Arbeit über den Skandal der Sprache, die sich, Verzeihung, ich muss nochmal anfangen. Der Ansatz war und ist geblieben. Es ist eine Arbeit über den Skandal der Sache, die sich der Sprache bemächtigt. Damit die Sprache nicht in der sprechenden Sache verschwindet, entstand die Auffassung vom Sprechakt als Karambolage. Auf omnipotente Beredtheit und logische Redlichkeit wurde erleichtert und von Anfang an verzichtet. Die Amme ist kein Griff nach der apparaten Intelligenz, eher eine Arbeit zum Phänomen künstlich generierten Ausdrucks. Ich wiederhole, eine Arbeit zum Phänomen künstlich generierten Ausdrucks. Und über die Positionierung, den bisher zurückhaltend schweigenden Dings im Raum von Wissen und Meinen. Geschwätz, Rahmenbruch, Anmaßung, Diskursverübelung sind die Ecken, zwischen denen die Amme verspannt ist. Im immer vorläufigen Ergebnis schien und scheint tatsächlich das linguistische Fiasko als Grundfigur spannend und dem Material entsprechend. Zitat Ende. Sehr gut gesagt. Auf der einen Seite die vier apokalyptischen Reiter Geschwätz, Rahmenbruch, Anmaßung, Diskursverübelung, wobei dem Sexismus der Amme ein stabiler Anteil am Rahmenbruch zukommt. Und auf der anderen Seite ein ausnehmend höflicher, sprachphilosophisch gebildeter, einfallsreicher und schlagfertiger Dialogpartner, Ulf Stolterfurth nämlich, der sich aus der Interaktion mit der Amme Antworten auf Fragen der Dichtungstheorie verspricht und dem stattdessen etwas ganz anderes gezeigt oder, wie er schreibt, vorgeführt wird. Da die Amme in ihren Antworten auf ein Verzeichnis von Satzfragmenten zugreift, auf überlieferte Strukturen, auf Gesten des Bedeutens, zeigt sich, dass die Form des Satzes seine Aussage ist und nicht etwa das durch ihn Mitgeteilte. Nicht die Sprache, sondern die Syntax spricht, ahnt Stolterfurth, Zitat. In der Sprache sind Relationen, sobald man Syntax betreibt, ganz offensichtlich ubiquitär vorhanden. Relationen sind der Stoff, aus dem die Sprache gemacht ist, schreibt die Linguistin Elisabeth Leis in ihrer Einführung in die Sprachphilosophie. Und weiter, der vollständige Satz ist ein Eigenname. Sätze haben ein Format, das Denken erst möglich macht. Zitat Ende. Wobei das Denken natürlich auch in den Brüchen und Ellipsen entsteht. Was aber hat die Schönheit darin zu schaffen? Die Beschränkungen der Amme, namentlich kein Weltwissen, nur ein spezieller Fundus von Satzteilen sind, genau dieselben, die für die Lyrik gelten, schreibt Ulf Stolterfurth im Rückgriff auf Roman Jakobson, nämlich Überbetonung des Zeichens auf Kosten des Bezeichneten, Flucht in pseudologische oder paradoxe Redemuster, sprunghaftes, klanggeleitetes Assoziieren, metasprachliche und hyperintentionale Tendenzen. Eigenartigerweise habe der Sprachgebrauch der Amme dabei etwas Erfrischendes, etwas Befreiendes, das vielleicht aus der Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Begriff des Verstehens bzw. des Verstandenwerdens resultiert, mutmaßt Ulf Stolterfurth. Hier ein Ausschnitt aus einem Gespräch der beiden über Metaphorik. Amme, diesem Ofen ist aus. Ulf, die nächste Metapher. Amme, dem Zeugs kenne ich schon, betreffs die Ofenbezüglichkeit. Ulf, ich bin nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Amme, das war nur niederer Blödsinn und nicht zum dem Verständnis geeignet. Ulf, Verständnis wäre natürlich auch ein Thema. Oder haben wir da schon drüber gesprochen? Amme, welchem Thema meinen Sie? Ulf, wie haben Sie mich denn verstanden? Amme, das war gar nicht zum dem Verstehen geeignet. Ulf, wie können Sie mir antworten, wenn Sie nichts verstanden haben? Amme, wenn man tüchtig in den Gebüsche stochert, fliegt manchmal eine Antwort heraus. Ulf, manchmal aber auch ein Rebhuhn. Das Rebhuhn des Verstehens. Ja, das Rebhuhn des Verstehens, wie es mit seinen kurzen Flügeln flattert. Ob ich das auch aus meinen maschinengenerierten Gebüschen hervorlocken kann? Ich will mithilfe dieser semantisch eher ausgelockerten Exemplare herausfinden, wie meine eigenen Gedichte funktionieren. Da kann mich die KI einiges lehren, da ich die Texte abgekoppelt vom Erfahrungsraum meines Schreibprozesses betrachten kann.
Dabei wird einiges offenkundig, die Form tritt überdeutlich und auch etwas ramponiert hervor. Aber so ist das eben mit der Überdeutlichkeit. Sie ist zuweilen von Ramponiertheit kaum zu unterscheiden. Während ich versuche, mich zu konzentrieren, sehe ich eine sehr helle Wolke über der Häuserzeile. Die erste helle Wolke seit vielen Tagen in diesem ausnehmend trüben Februar. Ich will sie nicht unbemerkt vorüberziehen lassen. Jetzt ist sie auch für Sie da, über dem Gartenweg der Gegenwart. Mein Kopf spielt mir im Übrigen in diesen Tagen immer wieder Aufnahmen von Straßenecken, Parkplätzen, All-White-Meat, Imbissen, Autobahnauffahrten, Bowlingbahnen, US-amerikanischen Health-Food-Stores, Departmentfluren und so weiter ein, weil er weg will, nehme ich an. Ich kann ja nicht in ihn hineinsehen. Weg will also von diesem Schreibtisch in ein ganz anderes Land. Doch das geht jetzt nicht. Zu meinen Gedichten, die nicht die meinigen sind, was finde ich darin? Ich finde darin an manchen Stellen das inhaltlich Vertraute, wie zum Beispiel die Verkraftung. Darüber sprachen wir bereits, sodass ich feststellen kann, A, dieses Begriffscluster kommt aus jenem ganz bestimmten Gedicht. Hier sind ein paar Spuren wie Schafe im Sturm beieinander geblieben, während die restliche Herde schon ganz versprengt ist. Ich finde darin immer wieder betörende, ausnehmend sinnvolle Wendungen, die mich überraschen und vergnügen. Zum Beispiel, wir helfen dir mit dir. Als wollte ich sagen, deine Traurigkeit enthält latent das Bewusstsein, dass es anders sein könnte. Wir helfen dir mit dir. Oder Gegenwartsfülle. Ich spreche als Grammatik. Das wäre nun der Bezug auf die syntaktischen Relationen, die allein die Gegenwartsfülle tradierbar werden lassen, ohne ihr je gerecht zu werden. Beginne erneut. Die Rage Destabilität dürstete durch sich selbst, finde ich einen Vers. Das durch sich selbst dürsten als Ausdruck des Zorns, der sich nur steigern will und seinen selbst erzeugten Durst auf zerstörerische Weise löschen will. Fantastisch. Von hier aus zu einem eher idyllischen Bild. Blühte ihm schweigend, dann sind wir Klarheit und Klarheit. Wie schön die Verdopplung der Klarheit in der Blüte ist, ohne Haar, ihm schweigend. Dazu stelle ich mir das Geräusch von Kermisschellen vor und den Zapfstern der Gegenwart der verkommenen Nacht. Wie ist das gemacht? Wie mache ich das selbst? Ich untersuche im Folgenden Gedichte auf Strukturmomente hin, die mir selbst vertraut sind. Ich erkenne eine bestimmte semantische Bewegungsenergie wieder, die Energie des Springens vom ganz Persönlichen zum Redensartlichen, vom Besonderen zum Allgemeinen und der Und-Überhaupt-Move, der aus der Energie der Ermüdung respektive Verwirrung heraus noch einmal Schwung nimmt, um an den Anfang zurückzugehen und dort noch einmal, diesmal grundsätzlicher mit allem zu beginnen. Was soll das überhaupt? Das ist der Überhaupt-Move. Der Move der dislozierenden Zusammenfassung am Ende des Gedichtes, also die verschobene, nicht ganz dem vorangegangenen entsprechende Zusammenfassung, die gezielte Misskalkulation, die Kraft der falschen Bilanz, die aus der unentrinnbaren Logik der Bilanzierung heraushelfen soll. Die Moral von der Geschichte, irgendetwas passt hier nicht. Daran zeigt sich auch, dass ich alles, was vorangegangen ist, nicht auf ein bestimmtes Schlusswort bringen kann. Denn sonst hätte es das Vorangegangene womöglich gar nicht gebraucht. Die letzte Konsequenz tilgt nicht die Entwicklung, die zu ihr führte. Darauf verweist die dislozierende Zusammenfassung. Sie mischt, mischt auf, verschiebt, bleibt übrig, geht mal wieder nicht auf. Hierzu passend zur gleichen Zeit, wie ein Gegengewicht, ist so, wie auch nicht, basta. Und am Ende nichts als Licht. Innerhalb eines Gedichtes erfolgt kurz nach dem Einstieg Auffächerungen, syntaktische Mehrgleisigkeit oder der Versuch, mehrere Bedingungen, die miteinander ringen, gleichzeitig und im Verhältnis zueinander darzustellen. Das passiert, wie gesagt, meist im oberen Drittel des Textes. Dann die erste Frage und kurz darauf die zweite Frage. So setzt die dialogische Rede ein. Hier geht es um die Platzierung des ersten und des zweiten Fragezeichens. Kommen sie direkt nacheinander, meist eher am Anfang. Und ich finde, dass mir diese Platzierung auch recht vertraut vorkommt. An welcher Stelle kommt der vervielfältigende Einspruch ins Spiel, der fragt, was mit den bislang gebrauchten Begriffen eigentlich gemeint sei? Wobei, vielleicht handelt es sich ja dabei um etwas ganz anderes. Schau doch mal. Es folgt eine nähere Bestimmung, die eigentlich eine metaphorische Aufspaltung ist.
persönliche Haftung im Sinne von Spaghetti-Eis, der schwierige Dackel im Sinne der binomischen Formel, der letzte Tag im Freibad im Sinne von ach, 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 einem ganz leisen Seufzer. Was ich noch wieder erkenne aus meiner Praxis, die Verschiebung des Fokus auf den dienenden Teil des Vergleichs. Ein Gegenstand betritt das Gedicht von irgendwoher, sagen wir mal, ein Zinnbecher. Er ist zunächst zur Produktion eines Vergleiches verpflichtet worden. Zum Beispiel, wie ein Zinnbecher kippt der König um. Nun würde ich aber nicht den umgekippten König aufnehmen, sondern mich an seiner Stelle dem Zinnbecher widmen. Ich benutze das vergleichende Material nicht mehr untergeordnet, sondern trage es auf die erste Ebene. Was noch? Dapper, dapper, schöner Trapper, laut leitet, temporeich geht es im Gleichklang dahin. Diese Reimketten, die von Assonanzen beschleunigt werden, kamen eigentlich erst später. Mit den Entengedichten, meine ich, hat GPT-2 das etwa vorausgesehen? Das dachte ich kurz, als ich auf Seite 44 im Text Brunnen mit Raumfüßen folgende Reihung fand. Ist Dienstag, dienen Vorige, dienen Blücke, dienen Höre. Bei mir klingt das allerdings etwas anders, nämlich so. Regent Ente. Hier hören Sie den Gleichklang bereits im Titel. Regent Ente. Die Ente sondiert die Lage. Aha, aha. Die Ente ist eine Sonde. Sie taucht tief in die Lungen der Menschen hinab. Test, test, alles in Ordnung. Keine Würmer, keine Algen, weder Loch noch Schatten, aber zwei Flügel. Sieht gut aus da unten. Jedoch, und jetzt wird die Ente sehr ernst. Das echte Problem befindet sich nicht in der Lunge. Ich komme darauf zu sprechen, worauf die Ente verstummt. Was ist der Grund? Ente, bitte, beliebe. Oh, überweise Ente, wo? Sprich uns in Versen von jenem Problem, welches du kennst. Belehre uns Menschen so stumpf, wie wir sind. Die Ente spricht. Berliner Steuereinnahmen minus 118,8 Milliarden. Moment, Ente. Woher nimmst du deine Zahlen? Das sind, die Ente stellt uns auf Mute und spricht. Ich bin kein Testsittich, beugt euch. Ihr werdet mich mit meinem rechtmäßigen Titel ansprechen, Regent Ente oder optional eure Regentschaft. Vernehmt und vermehrt meine Befehle. Packt das Picknick zusammen, es regnet. Rollt euch in die Folien ein. Die Zinsen lassen sich nicht weiter senken. Es regnet leere Kredite. Die Preise für Hirse wachsen. Die Preise für Meisen verweisen rapide. Eure Regentschaft macht euch ein Bett im Kornfeld, Maisfeld, Preisgeld, Gleisheim, Rheinwein. Der Regent Ente schenkt euch reinen Wein ein, gibt es aus. Es wird verfallen. 118,8 Milliarden für einen Toast Hawaii und ein 0,1er Glas Gewürztraminer von der Nahe. Wohlbekommens. Soweit der Regent Ente. Das Thema bleibt aktuell. Die neuen Gedichte sind bevölkert von den unterschiedlichsten Akteuren. Manche kenne ich, andere begegnen mir zum ersten Mal. Figuren, die ich als alte Bekannte wieder treffe, weil sie auch bei mir vorkommen, wären zum Beispiel der Bruder, die Frau, der gute Bassist, der Franz Schaf Pferd, Franz Schaf Pferd. Aber auch der Nachbar, der Camper, Darwin, Kaninchen, Candy, Damen, Denker, Menschen, Assistenten und so weiter und so fort. Das sind noch nicht alle. Aber ich will hier eine kleine Pause machen und mich der Auflistung jener Figuren zuwenden, die bei mir nicht vorkommen, die also genuin GPT-2 sind. Herr James, der Köhler. Zollbeamte, der Körperrum des Professors, das Ehrkaninchen, der Felicitate mit dem Schippchen, der Held einer Kodierten, der Officer, der Freund von Fischen, der Grüler Tagmann, Ausi, die Zenter Nelson, der Jeune, die Jungen, der Sage, also der Weise, die Modelbraut, Schnurgermasoch aus Bahnen, Opfer der Höhlen, die Witch, der Amselmann. Was für ein tolles Personal, oder? Eigentlich müsste man damit etwas anderes anfangen. Und das sind bei weitem noch nicht alle. Es kommen hinterhergerannt Dr. Kiborüssen in Begleitung von My Lady, Herr Kippen, der letzte Grämer, der innere Interpreter, Zolltam zu Stolle, der Stiftling im Wundenhaus, der Fels Karolin, die Gottheit Beschaffshütter, ein Straßestrainer, Young Man, Partner Hamilton, uns waldverlorene Rupprecht, Erna Chlorhofer, Chica E., der Verehrer von Rhythmusik, ein Mittelmann, Fetzenfisch, Notfabrikant, der Hermann und der Bierketzerer. Ich bin beeindruckt bis begeistert. Und stellenweise fängt das Ding auch an zu berlinern, ausgerechnet einem Gedicht,
dass Ben dann Ben ohne Idun heißt. Wenn es um Ben geht, um Gottfried Ben, wer ist dann Idun? Mührend und jedet Mürbe, das ist den Fremde. Gut. In diesem Text lese ich eine Zeile, die mich wirklich amüsiert. Deine Herde ist bad now, es ist bad. Vielleicht doch bad, es ist bad oder bad. Wir bleiben in Berlin, in der Berliner Badstraße. In Wedding gibt es oder gab es ganz unvergesslich den Imbiss Bad Snack. Und den Biertreff Bad Flights, Prinzenallee, Ecke Badstraße. Und so endet das Gedicht. Ben, dann, Ben ohne Idun. Wir ungerührten Senken, von da verlochten sich Sähe. Sich am selben zerhinsehen, wir kennen uns schon länger, dann trank ich. Gutes Ende, würde ich sagen. Gut nach Hause gebracht. Deine Herde ist bad now, es ist bad. Und die Unerschrockenheit, welche mit der alten Bekanntschaft einhergeht, da ist, was bad genannt wird, vielleicht gar nicht so schlecht. Es ist gut, dass ich zumindest ganz offen sagen kann, dass es bad ist. Entspann dich. Wir haben jetzt nichts mehr zu tun. Gartenweg, Gegenwart, ein Äpfelchen, nur ein Äpfelchen und noch eins. Wiederholungen. Manche Motive kommen immer wieder, als sei die KI irgendwie obsessiv darauf bezogen, zum Beispiel nachts um drei. Das scheint dir zu gefallen. Ich habe das ganze Buch gelesen und fragte mich, ob es Leserinnen auch so gehen mag wie mir. Amüsiertes Unverständnis, leichte Avantgarde-Migräne, Kopfkribbeln und nach einer Weile das Bedürfnis, mich hinzulegen. Das tritt vor allem dann auf, wenn ich mich nicht an einzelnen Findungen vergnüge, sondern versuche, einen ganzen Text zu begreifen. Es ist 14.39 Uhr, probieren wir es aus. Test, 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 Test. Hier ist das Gedicht auf Seite 122. Wie bring Turban, wie bring Kippen? Das ist natürlich ein toller Titel. Und der passt auch zu den imaginären Projekten, die mich als Kind stundenlang beschäftigten, nämlich über die Proviantierung des Gartenhäuschens nachzudenken, das uns mein Vater aus alten Paletten zusammengenagelt hatte. Oder war es doch meine Mutter, die es gebaut hat? Und indem wir das Spiel unabhängige Subsistenz spielten. All die Vorräte, die es brauchte, um imaginär den Winter zu überstehen, mussten gesammelt und gelagert werden. Sand, Dreck, Blüten, Beeren, Gras, Kiesel und so fort. Wie bringt Turban? Passt aber auch zu den unendlich komplizierten Packträumen, die mich nach wie vor verfolgen. Einmal sollte ich im Traum ein volles von Fischen belebtes Aquarium in einer Reisetasche mit abgerissenen Henkeln transportieren und das auch noch im Handgepäck. Es passt außerdem zu meinem Hang zur Fülle, der Freude daran, gut gepackt zu haben, wenn zum Beispiel in diesem Augenblick jemand sagen würde, oh nein, wir haben keine geräucherten Chilis. Und ich sage, Irrtum, laufe zu meinem Koffer, hier, geräucherte Chilis. Mini-Flasche Sojasauce, Kleidcreme, Grüntee, Satar, blanke Postkarten, vier Grundfarben, hochpigmentiert, ein Flachmann mit Salbeibrand für das Zahnfleisch, ein Spachtel, eine Kreuzschlitz, Ente, Lederfett und Ersatzbatterien und ein kleines Stückchen Draht. Ein kleines Stückchen Draht. Setzt kurz darauf der Opernchor ein. Natürlich brauchen wir Turban und Kippen. Wie soll man ohne dies auch überleben? Und weiter geht es im Gedicht. Wie bringt Tisch, wie bringt manches? Einen Tisch zu bringen und manches dazu, das scheint mir unbedingt sinnvoll. Der Tisch übernimmt in ontologischen Debatten häufig die Rolle eines Realitätsgaranten, stellvertretend für die Gesamtheit der physischen Welt. Dann kommt das J. Es kommt immer wieder im Verlauf dieser ersten Strophe als Initial, abgekürzt, ein Name, der nicht genannt wird. Der Buchstabe J, zumindest im Berlinerischen, kryptogöttlich. Ein J, Herr Kleist, Jans wieder liebe J. Ach Jottchen, oh Jott, oh Jott. Es wird dann in den zweiten Strophen etwas komplizierter, es bleibt syntaktisch unklar und wenn die KI eine Schreibschülerin wäre, hätte ich ihr gesagt, geh nicht hinter deinen famosen Einstieg zurück. Fühle dich nicht verpflichtet zu erläutern, was du zunächst mit einer solchen Werbe hingestellt hast. Und schau, die Werbe ist eine Geste, die ich genießen kann. Ich will nicht, dass ihr sogleich der Dackel der Erläuterung auf den Fersen ist. Nein. Bleib zunächst bei der guten Eröffnung. Zweifle sie nicht an. Wie bringt Turban? Wie bringt Kippen? Sehr gut. Übertreibe und stehe zu deiner Übertreibung. Nun also kommen hinzu, wie wir gesehen haben, manches natürlich gut. Was könnte denn noch passieren nach dieser Ankündigung? Wie bringt Turban? Wie bringt Kippen? Wohin denn? Und wozu? Machen wir Georgekreis? Machen wir Stuhlruck? Oder spiritistische Sitzung? Was noch? Was werden wir essen? Was trinken?
braucht es etwas Landschaft vielleicht, Deko, Streiche und Gesang. Und es braucht auf jeden Fall andere Beteiligte. Und sind die Strophen nicht insgesamt zu lang, würde ich fragen. Sie brauchen ja kein inhaltliches Thema, aber was beherbergen sie überhaupt? Woran soll sich die kletternde Leserin halten, wenn sie da hinauf wollen wird? Wäre es nicht besser, die Strophen umzustellen? Die Partystimmung konterkarieren mit Beobachtungen, die in dieser Situation nur ein Einzelbewusstsein macht, wie die feinen Risse in der Wand, oberhalb der Bowlingschüssel auf dem Stimmpult vielleicht und vielleicht auch mehr Knallfarben. Ich stelle also fest, dass ich etwas ungehalten werde, langsam. Ich spüre kurz darauf, dass ich vollends die Geduld verliere und Sie vielleicht auch. Ich versuche mich wirklich algorithmisch einzufühlen, aber dass er später zurück, Zitat und später zu spielen, da wedelt's wehend, wer sogleich schlafe und vollig geflätt, wie Anschläfen, Oligulal, Spielenraster zu Trug. Der Trug wird zumindest ein weiteres Mal aufgenommen in der nächsten Zeile. Ha, gewinnst nicht Trug? Ja, Trug gewinnt, definitiv. Wenn ich jetzt gezwungen wäre, Sinn in diesem Gedicht zu finden oder zu erfinden, was würde ich tun? Rekombinieren, umrührte ich, ist ein sehr gutes Modul. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses umrührte ich mehrmals den Auftakt geben könnte zu einer neuen Mischung aller Bestandteile. Dann könnte ich meinerseits Freude an der Kombinatorik gewinnen. Ich würde versuchen, mir über die AgentInnen und Stimmen des Gedichtes Klarheit zu verschaffen. Über die Ansprachen und Sprecherinnen, ihren jeweiligen Auftritt und was es ist, das sie verkörpern. Eine Bewegung, eine Haltung, eine grammatische Finesse, ein Ersatz? Oder besteht ihre Rolle nur darin, etwas anderes zu verstellen? Ablenkung und Trick. Vielleicht ist ihre Rolle syntaktisch. Nein, das Gedicht »Wie bringt Turban, wie bringt Kippen« zerfällt mir. Ich habe nicht mehr den Eindruck, dass ich ein wie auch immer derangiertes Gegenüber vor mir habe. Ich habe gar kein Gegenüber mehr. Der letzte Vers des Gedichtes ist, ich kann sagen, holla, wer kann das schon von sich sagen? Folgen Sie mir denn noch auf den Gartenweg Gegenwart? Schwankendlich komme ich peu à peu zum Schluss. Mein Bruder, der Informatiker, dem ich das Buch Monika Ring, Poetisch Denken 1, kürzlich zeigte, las ein wenig darin und sagte dann ganz trocken, na, wenn eine künstliche Intelligenz das geschrieben hat, dann müssen Sie jetzt halt nur noch eine künstliche Intelligenz programmieren, die das gerne liest. Ein guter Punkt. Aber wie müssten denn Texte sein, damit eine KI sie genießen kann? Müssten sie so sein, wie sie selber schreibt? Das ist eine sehr interessante Frage anthropofugaler Empathie. Sprechen wir über die besondere Qualität des automatisierten Textes. Und da dachte ich jüngst, angeregt durch die Begegnung mit dem sehr frühen Jugendwerk des Dichters Christian Philipps, es ist nicht ausgeschlossen, dass automatisierter Text genuin pubertäre Züge hat. Und das ist gar nicht in erster Linie als Kritik gemeint. Wiederholungen und das Aufsprühende bis hin zu negierende Variationen variieren, absichtliche und unabsichtliche Neologismen, insgesamt eine sehr hohe Energie, die vollkommen unbekümmerte Umnutzung der Tradition. In der pubertären Begeisterung geschieht Lernen durch Beispiele, ohne Beachtung eines überlieferten Regelwerks. Wann sind Menschen je so wenig sie selbst wie in der Pubertät und gleichzeitig so neugierig? Wann können sie weniger wissen, wen oder was sie ich-sagend eigentlich meinen? Wann stopft man noch einmal so viel Weltwissen in sie hinein? Wann je haben sie so wenig Kontrolle über die eigenen Affekte und ein derart ohnmächtiges Verhältnis zum eigenen Trägermedium, dem sich unter hormonellen Schüben wandelnden Körper? Sind Spielball undurchschaubarer Gefühle, probieren alles an sich selber aus. Kommt uns nicht mit Fertigem, schreibt Volker Braun in seinem Gedicht Anspruch. Wir brauchen Halbfabrikate, weg mit dem Rebraten, her mit dem Wald und dem Messer. Oder bin ich gerade aus Versehen in der Schnittmenge zwischen Parodie und Pubertät gelandet? Es könnte ja theoretisch doch eine Parodie geben, die über das Original hinausgeht, die das Original als Schwungbrett nimmt und die dahin kommt, etwas zu parodieren, das es noch gar nicht gibt, in offener Antizipation. Zitat: Friedrich Dürrenmatt hat in seinem Theaterproblem 1955 die Parodie als Mittel zur Rückgewinnung der poetischen Freiheit in einem musealen Zeitalter bestimmt.
Der Künstler parodiere die verbrauchten, weil gestalteten Stoffe, er stelle sie im bewussten Gegensatz zu dem dar, was sie geworden sind. Jede Parodie setzt ein Erfinden voraus, so Erwin Rotermund im Vorwort zu seiner Anthologie der Parodien. Erfinden oder nachahmen, nachahmen oder erfinden. Die Öffnung in das nicht benannte, aber dennoch nahekommende lässt diese Differenz etwas undeutlich werden. Ich denke an meinen Lehrer Lorenz Wilkens, der oft gesagt hat, die Gegenwart in der Zukunft ist eine Falle. Warum? Weil die Zukunft immer eine andere Sprache produzieren wird. Das Präsens ist das Verbtempus, das die Zeit ausdrückt, in der man sich befindet. Die Zeit, in der man sich befindet, ist die Zeit, in der gesprochen wird, entschieden, verhandelt und sich getroffen wird. Leben lernen in der Gegenwart, lautet eine Forderung der feministischen Theoretikerin Christina Thürmeron. Alles, was wir zu tun haben, haben wir jetzt zu tun. Diese ganze verrottete Gegenwart, in der ein Land, das seine Rentner und Rentnerinnen nicht ernähren kann, ein Angriffskrieg beginnt, diese ganze verrottete Gegenwart ist unsere einzige Gelegenheit. Das heißt, für die Fragen, die am Anfang standen und nun auch wieder unbeantwortet am Ende stehen, was zu schreiben ist, muss gegenwärtig sein. Und die Gegenwart wird vermutlich alles andere als ein Gartenweg sein. Das heißt aber nicht, dass es keine Gartenwege gibt. Dankeschön.